Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der SPD-Parteivorsitzende Gabriel fordert eine neue einheitliche Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union. Im ARD-Sommerinterview im Bericht aus Berlin kritisierte er die Untätigkeit vieler EU-Mitgliedstaaten und verlangte mehr Engagement, auch vom Koalitionspartner CDU/CSU. Deutschland werde angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen, die jetzt kommen, seine Politik dramatisch ändern müssen und sei dazu auch in der Lage. Das gehe aber nicht unendlich. Sigmar Gabriel auf dem Weg zum ARD-Sommerinterview. Die Flüchtlingspolitik der EU nennt er eine Blamage. Die Herausforderung sei größer als bei der Finanzkrise oder der Griechenland-Rettung. Doch Europa sei wohl im Tiefschlaf. Ich finde, erstmal ist es eine Riesenschande, dass hier die Mehrzahl der Mitgliedstaaten sagt, das geht uns nichts an. Gabriel verlangt eine faire Verteilung der Flüchtlinge. Das sei im Interesse aller. Zwang ist wahrscheinlich in Europa kaum möglich. Und eines der wichtigsten Argumente, finde ich, sollte sein, dass natürlich die große Errungenschaft offener Grenzen, nicht nur Schengen, sondern ganz generell offener Grenzen in Europa, in Gefahr gerät, wenn auf Dauer der Eindruck entsteht, es sind nur noch Schweden, Österreich und Deutschland, die in großer Zahl Flüchtlinge aufnehmen. Auch der Innenminister verlangt klare europäische Absprachen, vor allem über die Westbalkanländer. Wir brauchen eine europäische Bestimmung sicherer Herkunftsländer. Zum Beispiel, dass jedes Land, was Beitrittskandidat für die Europäische Union ist, automatisch sicheres Herkunftsland wird. Wir sollten auch entscheiden, ob bestimmte Staaten in Afrika von uns als sichere Herkunftsstaaten bezeichnet werden können. Und auch die Grünen schlagen nun schärfere Töne an, wenn es um die Verteilung der Flüchtlinge geht. Wenn es nicht möglich ist, für eine Verteilung mit ordentlichen Standards zu sorgen, dann muss es wenigstens Ausgleichszahlungen geben an die Länder, die mehr Menschen aufnehmen. Deutschland will jetzt wohl deutlicher als bisher die europäische Solidarität einfordern. Nicht nur von den EU-Institutionen, sondern auch von den Mitgliedsländern, die noch immer glauben, dass die Flüchtlingskrise sie nichts anginge. Das vollständige Interview mit SPD-Chef Gabriel finden Sie auf tagesschau.de. Bundes- und Landespolitiker haben die wiederholten Krawalle vor einem Flüchtlingsheim in Heidenau scharf verurteilt. Sachsens Innenminister Ulbich kündigte an, die Polizei werde einen besonderen Sicherheitsbereich um die Unterkunft einrichten. Die Beamten dürften dort anlasslos Personalien kontrollieren, um potenzielle Gewalttäter frühzeitig zu identifizieren, sowie Platzverweise und Aufenthaltsverbote auszusprechen. In der Nacht hatten vor dem Heim erneut Rechtsextreme randaliert. Heidenau, gestern Abend gegen 23 Uhr. Die zweite Nacht in Folge eskaliert die Gewalt. Die Polizisten werden überrascht von der Brutalität, mit der die rund 250 Rechtsextremen sie massiv attackieren. Mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern. Die Polizei spricht von einer neuen Qualität der Gewalt. Wir schätzen ein, dass dieser Angriff sehr gezielt gegen unsere Beamten vorgetragen wurde. Zudem bleibt festzuhalten, dass dieser Angriff auch geplant war, offensichtlich. Und das zeigt ganz deutlich, dass wir hier eine ganz deutliche Steigerung der Eskalation zu verzeichnen haben in Heidenau. Zwei Beamte werden verletzt, zwei Menschen vorläufig festgenommen. Heute tagsüber bleibt es ruhig. Neue Flüchtlinge kommen an, bis zum Abend sollen es 320 sein. Am Nachmittag kommt Sachsens Ministerpräsident Tillich. Er kündigt an, mit allen Mitteln gegen weitere Ausschreitungen vorgehen zu wollen. Da werden wir auch, was das Gewaltmonopol des Staates anbetrifft, auch letztendlich dieses auch zum Einsatz bringen. Weil es kann nicht sein, dass ob Asylbewerber, ob Hilfskräfte oder Polizisten angegriffen werden aus blindem Hass. Dieses ist nicht tolerabel. Noch am Abend wird rund um die Notunterkunft und in der Stadt ein Kontrollbereich eingerichtet. Damit kann die Polizei ohne Anlass Personalien kontrollieren und Platzverweise aussprechen. Für die Nacht, so sagt die Polizei, sei sie gut vorbereitet. Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen gestern an der Grenze zu Griechenland lässt Mazedonien Flüchtlinge jetzt wieder ins Land. In der mazedonischen Stadt Gevgelija bestiegen viele von ihnen Busse und Züge, um über Serbien und Ungarn in nördliche EU-Länder zu reisen. Gestern waren mazedonische Polizisten an der Grenze mit Blendgranaten und Schlagstöcken gegen Flüchtlinge vorgegangen, um sie an der Einreise zu hindern. Der mazedonische Grenzbahnhof Gevgelija am Nachmittag.
Wo gestern noch tausende Flüchtlinge auf die wenigen Züge nach Serbien warteten, wird heute aufgeräumt. Die Straßenhändler sind ohne Kunden. Fast alle Migranten, die tagelang an der Grenze festsaßen, wurden vergangene Nacht vor allem mit Bussen weiter befördert und durften Richtung Norden fahren. Wir sind seit 4 Tagen hier. Die mazedonische Polizei hat uns festgehalten, berichtet dieser Iraker. Ich bin sehr, sehr müde. Es wäre sehr schön, wenn man hier etwas mitfühlender wäre mit uns, weil wir wirklich Hilfe brauchen, erzählt diese Lehrerin aus Syrien. 11 Euro müssen sie für die Fahrt nach Serbien bezahlen, aber das ist für die meisten kein Hinderungsgrund. Am Stacheldraht vor der mazedonischen Grenze sammelten sich heute erneut vor allem syrische Flüchtlinge, die über Griechenland kommen. Die Lage aber hat sich seit gestern deutlich entspannt. Alle, die hier weiter wollen, durften während des Tages durch. Die mazedonischen Sicherheitskräfte vermieden es heute, mit Schlagstöcken gegen die erschöpften Menschen vorzugehen. Die Flüchtlinge werden im Moment im Stundentakt durchgelassen. Immer wieder dürfen kleinere Gruppen, 100, 200 Menschen, passieren. Die Situation kann aber relativ schnell kippen. Man befürchtet, wenn erneut Tausende von Menschen hier eintreffen, dass dann die mazedonische Regierung die Grenze erneut schließt. Nicht nur über die Balkanroute, sondern weiterhin auch über den Seeweg von Nordafrika aus versuchen Flüchtlinge nach Europa zu gelangen. Am Wochenende konnten im Mittelmeer bei dramatischen Rettungsaktionen mehr als 4000 Menschen in Sicherheit gebracht werden, so die italienische Küstenwache. Die Flüchtlinge waren von Libyen nach Sizilien unterwegs, als sie in Seenot gerieten. An ihrer Rettung beteiligten sich europäische Einsatzkräfte. Allein mit diesem norwegischen Schiff wurden hunderte Flüchtlinge gerettet. Etwa 100 deutsche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat sind bisher in Syrien und im Irak getötet worden. Seit 2012 seien etwa 700 deutsche Islamisten in die Kriegsgebiete gereist, sagte Bundesinnenminister de Maizière der Bild am Sonntag. Um die Terrorgefahr in Deutschland zu minimieren, versuche man, weitere Ausreisen zu verhindern. Außerdem werde derzeit gegen mehr als 800 IS-Sympathisanten ermittelt. Nach jahrelangem Stillstand bemühen sich Großbritannien und der Iran um eine Verbesserung der diplomatischen Beziehungen. In Teheran wurde heute im Beisein von Außenminister Hammond die britische Botschaft wiedereröffnet. Auch die iranische Vertretung in London nahm ihre Arbeit wieder auf. Beide Staaten hatten ihre jeweilige Botschaft geschlossen, nachdem Islamisten im November 2011 die britische Vertretung in Teheran gestürmt und verwüstet hatten. Fast 4 Jahre lang blieben die Türen der britischen Botschaft in Teheran geschlossen. Fehlte die britische Fahne am Mast. 4 Jahre Eiszeit zwischen Teheran und London. Nachdem im November 2011 militante Hardliner die Botschaft stürmten. England warf daraufhin dem Iran vor, die Stürmung geduldet zu haben. Beide Länder schlossen ihre Botschaften. Anders die Stimmung heute bei der Wiedereröffnung. Es ist ein hoffnungsvoller Neubeginn, verursacht durch das Atomabkommen. Ich freue mich sehr, dass beide Länder dazu bereit sind. Es ist der erste Besuch eines britischen Außenministers im Iran seit über 12 Jahren. Ein Besuch, der zum Symbol werden soll für einen Wendepunkt in den Beziehungen. Ein schrittweiser Neubeginn. Noch steht die Entschädigungszahlung der Iraner an Großbritannien aus. Solange werden beide Länder keine Botschafter austauschen. Hammond rechnet zukünftig mit dem Iran bei der Stabilisierung der Sicherheit in der Region. Zarif bekundete Interesse und betonte, dass der Iran besonders bei den Krisen in der Region eine Verhandlungsbasis braucht, mit der die Zusammenarbeit gestärkt und Differenzen reduziert werden. Ein großes Polizeiaufgebot sorgte heute dafür, dass diejenigen, die vor 4 Jahren die Botschaft erstürmten, in einer geplanten Gegenaktion keine Möglichkeit hatten, den Hohen Gast aus Großbritannien zu brüskieren. Nach der jüngsten Eskalation zwischen Nord- und Südkorea versuchen Vertreter beider Länder, die Lage zu entschärfen. Sie trafen sich heute erneut zu gemeinsamen Gesprächen. Hintergrund der Spannungen ist eine Explosion im Grenzgebiet, bei der 2 südkoreanische Soldaten verletzt worden waren. Inzwischen sind beide Armeen in Alarmbereitschaft. Beobachter gehen von komplizierten Verhandlungen aus. Einen Tag nach dem Unfall bei einer Flugshow in England sind heute in der Schweiz 2 Maschinen bei einer Vorführung zusammengestoßen.
Ein deutscher Pilot kam ums Leben. Sein Leichtflugzeug krachte in eine Scheune in Dittingen bei Basel. Der Pilot des zweiten Flugzeuges rettete sich mit dem Fallschirm. Beide gehörten zu einer Sportfliegerformation aus Baden-Württemberg. Nach dem Absturz eines historischen Militärjets bei der Flugshow gestern in Südengland geht die Polizei inzwischen von 11 Toten aus. Das gab heute ein Sprecher bekannt. Zunächst waren 7 Opfer bestätigt worden. Die Maschine war nach einem Looping-Manöver auf eine vielbefahrene Straße in der Nähe von Brighton gestürzt. 14 Menschen wurden verletzt. Für die Opfer fand ein Gedenkgottesdienst statt. In der Fußball-Bundesliga wartet Borussia Mönchengladbach weiter auf den ersten Punkt in der neuen Saison. Gegen Mainz 05 verlor das Team am Abend mit 1:2. Borussia Dortmund eroberte im zweiten Sonntagsspiel durch einen deutlichen 4:0-Sieg bei Aufsteiger Ingolstadt die Tabellenführung vor Meister Bayern München. Was es für den Gegner bedeutet, wenn die Dortmunder Spaßfußballer so richtig ins Rollen kommen, musste der FC Ingolstadt in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel leidvoll erfahren. Torlose erste Hälfte und diversen vergebenen Großchancen durch den BVB erzielte Ginter nach 55 Minuten den verdienten Führungstreffer. Das erste Pflichtspieltor des Weltmeisters im Dortmunder Trikot. Kurz darauf ärgerte sich Ingolstadts Trainer Ralf Hasenhüttl erneut, denn Reus verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Hartmann Schmelzer zu Fall gebracht hatte. Bei den Gastgebern ließen in der Schlussphase die Kräfte nach. Dortmund dagegen eiskalt. Zunächst Kagawa zum 3:0, 6 Minuten vor dem Ende. Dortmund in diesem Moment der neue Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Zuletzt waren die Borussen das vor über 2 Jahren. Den Schlusspunkt setzte Aubameyang. 4:0. Ein Dortmunder Traumauftakt. 2 Spiele, 8:0 Tore. Besser als Tuchel ist noch kein Trainer mit dem BVB in der Bundesliga gestartet. Bei der Leichtathletik-WM in Peking hat der deutsche Kugelstoßer David Stoll die Silbermedaille gewonnen. Der 25-jährige Leipziger musste sich am Nachmittag dem US-Amerikaner Joe Kovacs geschlagen geben und verpasste damit sein 3. WM-Gold in Folge. Im Sprint über 100 Meter sicherte sich Usain Bolt erneut den WM-Titel. Die Enttäuschung war ihm deutlich ins Gesicht geschrieben, trotz Medaillengewinns. Aber Silber war David Stoll einfach nicht genug. In einem spannenden Finale wechselt die Führung mehrfach. Joe Kovacs wuchtet die Kugel im 5. Versuch auf 21,93 Meter. Gold für den US-Amerikaner. David Stoll kann nicht mehr kontern. Aber seine 21,74 Meter kurz darauf reichen am Ende immerhin zu Silber. War jetzt überhaupt nicht mein Wettkampf, bin überhaupt nicht reingekommen. Hat mich selber ein bisschen geärgert, dass es nicht ganz so flüssig lief im Training. Die Lockerheit hat ein bisschen gefehlt. Und ja, war ein verkrampfter Wettkampf. Und bin ich noch froh, dass es noch zu Platz 2 gereicht hat. Er ist erneut König der Sprinter, der Jamaikaner Usain Bolt. Das 100-Meter-Finale, Höhepunkt des zweiten Tages. Und der Titelverteidiger entscheidet das hart umkämpfte Duell gegen Justin Gatlin hauchdünn für sich. Der US-Amerikaner nur eine winzige Hundertstelsekunde langsamer als der Jamaikaner. Und so beweist Usain Bolt auch in Peking wieder, er ist und bleibt der schnellste Mann der Welt. Es war eins meiner härtesten Rennen überhaupt. Ich musste ziemlich kämpfen nach meiner Verletzung. Aber ich habe es geschafft. Das ist das Einzige, was zählt. Seine Erfolge fast schon schwindelerregend. Für Usain Bolt ist es bereits der 9. WM-Titel seiner imposanten Karriere. Der Rostocker André Greipel hat die 20. Auflage der Vattenfall Cyclassics in Hamburg gewonnen. Er ist damit der 4. heimische Sieger des bedeutendsten Radrennens in Deutschland. Greipel, der bei der Tour de France in diesem Jahr 4 Etappen gewinnen konnte, verwies Vorjahressieger Alexander Kristoff aus Norwegen auf Rang 2. Habe ich mir oft schon vorgenommen, dieses Rennen zu gewinnen. Und heute hat es geklappt. Das war natürlich super. Für André Greipel war es bereits der 15. Profisieg in diesem Jahr. Kein anderer deutscher Fahrer ist in dieser Saison so erfolgreich. Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Der Mercedes-Pilot setzte sich beim ersten Formel-1-Rennen nach der Sommerpause gegen seinen Teamkollegen Nico Rosberg durch, der auf Platz 2 fuhr. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel blieb ohne Punkte. 2 Runden vor Schluss zerplatzt an Sebastian Vettels Ferrari der rechte Hinterreifen bei rund 300 Stundenkilometer. Mit Mühe kann der Serienweltmeister den Boliden auf der Bahn halten und fällt aus. Vettel selbst war auf einer riskanten Einstoppstrategie unterwegs. Die Empfehlung des Reifenherstellers lautete auf 2 bis 3 Reifenwechsel. Vettel kritisierte danach schockiert ob des Vorfalls deutlich das Zerplatzen des Pneus ohne Vorankündigung. Ich weiß nicht, ich glaube, es muss mal gesagt werden, die Qualität der Reifen ist miserabel. Das kann nicht sein, es geht jetzt schon Jahre und ich weiß nicht, worauf wir warten.
Lewis Hamilton gewinnt vor Nico Rosberg und Romain Grosjean. Der Brite setzt sich damit in der WM-Wertung weiter ab. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 24. August. Ein Sturmtief zieht von der Biskaya zum Ärmelkanal. Schauer und Gewitter folgen. Den Westen Deutschlands erreicht kühlere Luft. In der Nacht ziehen zum Teil kräftige und vereinzelt gewittrige Regenfälle aus den südlichen und westlichen Teilen über die Mitte hinweg. Am Tag im Osten und Südosten zunächst noch längere freundliche Abschnitte. Vor allem am Nachmittag muss von Westen her mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, die stellenweise unwetterartig ausfallen können. In der Nacht 17 Grad im Osten und 10 Grad in der Eifel. Am Tag dort in der Eifel 19 Grad und 30 Grad in Niederbayern. Am Dienstag zieht der Regen im Nordosten ab, sonst einzelne Schauer. Im Südwesten und Süden wird es freundlicher. Am Mittwoch und am Donnerstag im Nordwesten einzelne Schauer und Gewitter, sonst ist es freundlich. Wir melden uns wieder um 23.15 Uhr mit Pina Atalay und diesen Tagesthemen. Neue Erkenntnisse zu Helmut Kohl und der CDU-Spendenaffäre und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.